Hallo und einen wunderschönen Ostersonntagvormittag. Ja, ich habe ungefähr schon gefühlte, wo ich weiß, mal wahrscheinlich 45 Ostermontage miterlebt und hatte nie eine Idee, um was es eigentlich wirklich geht. Heute habe ich mir mal kurz die Zeit genommen und habe festgestellt, es ist ja die Auferstehung Jesu. Aha. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist ja eigentlich ist das relativ cool. Er hat geheilt, dann ist er verfolgt worden, dann haben sie ihn ans Kreuz genagelt und dann ist er auferstanden. Und was heißt das für uns? Das heißt doch auch, wir können auferstehen aus diesem ganzen Tumult, aus diesem ganzen kollektiven Bewusstsein der Angst, der Krankheit, des Leidens, des Kämpfens, des sich auspowerns. Wir haben auch die Möglichkeit, da aufzuerstehen und uns einfach den ganzen vergangenen, Anführungsstriche auf, Scheißdreck zu vergeben. Das bedeutet, wir müssen keine Scham fühlen für das, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, gemacht haben, gedacht haben. Keine Scham fühlen, wie wir reagiert haben. Uns einfach wirklich befreien. Und genauso, wie es ja die Bibel sagt, wie gesagt, ihr wisst ja, ich bin ja eigentlich kein Bibelmensch, aber sie behauptet, dass Jesus Christus ans Kreuz geschlagen worden ist, damit allen Menschen ihre Sünden vergeben werden. Also, das heißt, es braucht gar nichts dazu. Wir müssen uns nicht irgendwie loslösen, wir müssen uns nicht freisprechen, wir müssen niemanden dazu bringen, dass er uns verzeiht. Wir müssen einzig und allein selber eine Entscheidung treffen und sagen, so, jetzt ist es vorbei, die Vergangenheit ist vorbei. Ich gehe jetzt in eine neue Zukunft und zwar eine Zukunft, die mit neuen Gefühlen verbunden ist, eine Zukunft, die mit neuen Perspektiven, mit neuen Glaubenssätzen, mit allen diesen Dingen, die wirklich mich in ein glückliches, freies Leben bringen, ausgestattet ist. Und das heißt, ich muss tatsächlich neue Dinge glauben. Ich muss nicht glauben, dass ich anderen mich rechtfertigen muss vor anderen, dass ich andere überzeugen muss von mir, dass ich anderen irgendwie gegenhalten muss, dass ich mit anderen argumentieren muss, etc. Weil ich muss mich auch nicht von mir rechtfertigen, ich muss auch nicht von mir argumentieren. Ich darf einzig und allein eine Entscheidung treffen, die sich zu meinem Besten und zu meinem Guten auswirkt und that's it. Weil letztendlich gibt es in meiner Welt nur mich und meine Perspektive, wie ich die Leute sehe, was ich denke, was die anderen für Einfluss auf mich haben, was sie für Möglichkeiten haben, mein Leben zu beeinflussen, was ich über mich selber glaube, wie ich verbunden bin mit den höheren Gefühlen. Und dazu möchte ich euch noch ein Beispiel geben aus meinem privaten, persönlichen Leben, weil es ist tatsächlich so, wenn wir uns auf den Weg machen, dann ist es drumherum noch nicht wirklich unbedingt immer up to date. Das braucht eine Zeit lang. Und wenn wir uns überlegen, wir manifestieren Neues, also wir sind in einem neuen energetischen Zustand, das heißt, wir kreieren neue manifestierte Dinge um uns herum, Situationen, Lebenszustände, alles Mögliche wird natürlich, muss sich dann auch neu ausrichten. Also die Materie, die wir bis jetzt um uns herum sehen, sei es andere Menschen, sei es unser Job, sei es unsere Wohnung, sei es unser Auto, sei es alle möglichen Beziehungen. Das, was wir hier in der Materie haben, wenn wir unseren energetischen Zustand verändern und somit die jetzige Materie mit den Augen des neuen energetischen Zustandes beobachten, Quantenphysik, dann muss ich mit hundertprozentiger Sicherheit diese Materie verändern. Aber nachdem diese Materie sozusagen hart ist, fest ist, muss sie sich lösen. Und dadurch entsteht neues Chaos. Neues Chaos in Beziehungen, von mir aus neues Chaos in Wohnungen. Einfach neues Chaos in deinem Leben,
weil du dich veränderst. Und dieses neue Chaos braucht Zeit, um sich neu zu manifestieren. Und nur solange du stur und gerade in deiner neuen Energie bleibst, in deiner Schöpferenergie, in deiner Liebesenergie, in deiner magischen Energie, einfach in der Energie des Quantenfeldes, dann richten sich die Dinge neu aus. Aber jedes Mal, wenn du das bemerkst und deine Aufmerksamkeit auf quasi die alte Manifestation sagt, oh mein Gott, jetzt ist wieder schlecht und mit dem habe ich wieder gestritten, darauf richtest, hast du natürlich wieder den Fokus gewechselt auf das Alte und dadurch hast du sozusagen diesen Transformationsprozess verlangsamt oder gestoppt für diesen Moment. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel angegriffen wirst noch von Leuten oder beleidigt wirst oder oder alte Vorwürfe bekommst, die beziehen sich tatsächlich immer noch auf dein altes Ich, auf deine alte Persönlichkeit. Aber jetzt geht es darum, wie geht deine neue Persönlichkeit damit um? Wie sieht deine neue Persönlichkeit beispielsweise Angriffe, Beleidigungen oder Dinge, die nicht so funktionieren, Stolpersteine? Es lässt sich ganz schnell einfach abhandeln und einfach sagen, ja, das hat mit meiner alten Persönlichkeit zu tun. Ich respektiere das, ich akzeptiere das und gehe weiter stur in die neue Richtung und lasse mich auch emotional, gefühlsmäßig, was energetisch bedeutet, eben nicht mehr in die Vergangenheit reinziehen. Und das braucht dazu ganz, ganz klares Bewusstsein und da hat auch kein Groll und kein Hass und keine Ungeduld oder sonst irgendwas Platz, weil all diese Gefühle verbinden uns ja wieder mit den alten Emotionen respektive mit den alten Energien. Und um da wirklich stur und schnell vorwärts kommen, müssen wir das wirklich einfach neutralisieren, akzeptieren, betrachten, was nicht mehr zu uns gehört und in die neue Richtung weitergehen. Da nicht versuchen, irgendwas zu manipulieren, Menschen zu überzeugen, zu beeindrucken, mitzunehmen auf unsere Reise. Es ist und bleibt eine Alleinreise, wo die energetischen Matches in Form von verschiedenen Personen und Persönlichkeiten von alleine mitkommen. Wir können nicht zu niemanden mitreißen, sondern wir können ein Leuchtturm sein und wir können dort sein, wo wir sein wollen und beobachten, wie sich um uns herum neue Menschen, neue Situationen, neue Möglichkeiten entwickeln. Wir sind sozusagen wirklich der Anziehungspunkt, weil es gibt ja im Quantenfeld gibt es ja nur einen Punkt. Keine Zeit, keinen Raum, keine Trennung. Es gibt nur diesen einen Punkt. Und die vielleicht von mir das Video gehört haben von Mallorca, wo wir die Rose manifestiert haben, respektive die Rose zum Blühen gebracht haben, während der Meditation Heilenergie, kreative Energie, Lebensenergie auf die Rose fokussiert haben, hat sich tatsächlich gezeigt, dass die Rose ihre Blätter geöffnet hat. Und wenn du jetzt statt dieser Rose irgendeinen Menschen nimmst, der dir am Herzen liegt oder eine Situation, dann fokussierst du dich genauso, wie wir uns auf diese Rose fokussiert haben, mit Lebensenergie, mit kreativer Energie, mit Liebesenergie darauf. Unabhängig, was für Stories darum mal waren. Diese Stories kannst du locker sein lassen, loslassen, darfst neue Stories darum schreiben. Aber du musst rigoros in die Zukunft gehen und nur allein dein Fokus von Liebes- und Lebensenergie auf Situationen, Menschen, Personen, das allein ist deine Kraft und das allein ist deine Macht. Und diesen Fokus kannst du nur haben aus einer Position, in der du dich selber schon dort befindest. Das heißt, dass du selber eins bist mit Positivismus, mit Glück, Freude, Liebe, mit all dem und weißt, dass es nichts mit dem zu tun hat, was du in der Vergangenheit gesehen hast und heute vielleicht noch siehst, weil das einfach nur noch sozusagen Überreste sind. Und dieses
braucht einfach diese Konsequenz und diese Klarheit zu sehen, wie das Leben funktioniert, wo wir sind. Und jeden Morgen müssen wir mit dieser Klarheit aufstehen und mit diesem Gefühl aufstehen, dessen, was wir haben wollen in unserem Leben. Unabhängig davon, ob wir vielleicht noch Schmerzen haben aus emotionalen Zuständen, insbesondere der Vergangenheit, wo wir eben uns nicht erlaubt haben, so zu leben. Ja, das war mein Ostervideo. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ihr seht, wie ich denke, ich versuche irgendwo in allem einen tieferen Sinn zu finden, eben auch in solchen Geschichten wie Ostern, mit denen ich eigentlich persönlich nicht wahnsinnig viel anfangen kann. Mein Sohn ist glücklicherweise schon aus dem Eiersuchalter und Schokoladenwollenalter raus, so dass ich Zeit habe, mir da andere Gedanken zu machen, um zu verstehen, was da eigentlich gefeiert wird. Ich wünsche euch noch einen schönen Feiertag. Alles Liebe, eure Patricia.